Sodele, und weiter geht's. Wir waren jetzt bei diesem Ruben, dem Chef vom Bando, und haben mit dem mal ein bisschen gesprochen und haben den kennengelernt. Leider Gottes, muss ich sagen. Ein sehr unsympathischer Kerl, würde ich behaupten. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir bei Bando noch irgendwas Neues raus. Gehen wir da rein. Bando. Er sieht betrübt aus. Nicht die talentloser Clown ist schuld am Weltuntergang Art von betrübt, aber naja, betrübt halt. Ja, kann ich Hallo verstehen. nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Hatte ich da schon gefragt, was das für Vögel sind? Wir Was sind fragen das für Vögel? noch. Ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen, aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Okay, gut. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ja klar, Bando. Immer schön leise. Ich will nicht, dass das Ding sich öffnet. Ich will da einfach mal reingehen. Na also, yeah. Das habe ich doch in der letzten Folge schon versucht. Ja, guck mal, hier gibt es wieder neue Sachen zu entdecken. Oh, was es alles gibt. Was ist das? Ah, gucken wir mal. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Hier fehlen zwar ein paar Zähne, aber meine eigenen brauche ich noch. Zum Knirschen zum Beispiel. Ach so, okay. Kannst du das einsacken? Was? Puh, es ist nur ein Schalter. Für einen Moment dachte ich, es sei ein wütender Höhlentroll. Oh je, Höhlentroll? Ich sollte mit Bando darüber reden. Er weiß sicher, wie man das hier bedient. Okay. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Hallo. Hier fehlen keine Zähne, hier fehlt ein Zahnrad. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Okay, Wunder, dass okay, die Tür okay. nicht funktioniert. Gut, und da ist also besagte Tür. Eine Tür, wohin die wohl führt? Bestimmt auf den anderen Teil der Insel, mit Sicherheit. Ich sollte mit Bando darüber reden. Er weiß sicher, wie man das hier bedient. Ja. Kann man die vielleicht auch so aufkriegen? Seltsam, ich sehe keine Klinke. Na, mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Ein Schrank. Wer weiß, was wir da drin finden. Was da wohl drin ist? Eine Trickfalle? Ein Tiger? Das Tor zur Hölle? Es könnte alles sein. Vielleicht Werkzeug. Das wär's doch mal, oder? Hallo? Ein verschlossener Typ, dieser Schrank. Okay, mach ihn doch mal auf. Oh, wie putzig! Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Ob das einer dieser Yakis war, von denen alle reden? Ich glaub's fast. So, ist noch was da drin? Nix. Okay, gut. Da war's wohl. Was haben wir hier? Mein Kopf fühlt sich an, als sei er in so einen hier eingespannt. Ein Schraubstock. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Das Ding erinnert mich ein wenig an die Zahnspange, die ich mal hatte. Ui, mir wird ganz schwummerig, wenn ich nur daran denke. Zahnspangen kenne ich auch noch. Gott sei Dank, lang ist's her. Ah, auf und zu. Und wieder auf. Okay. Gut. Ah, eine Axt. Ja, die hätte ich ja fast Ich hoffe, die übersehen. ist zum Holzhacken gedacht. Das wäre die einzige Methode, mir heute noch ein breites Grinsen zu verschaffen. Ja, steht dir bestimmt gut. Ist
aber nicht sehr gesund. Moment mal, wir haben eine Axt. Können wir mit der Axt vielleicht... Axt? Die Tür auf Achsen da? Also, guck mal, geht das? Nein, die Tür ist zu massiv, um sie aufzubrechen. Oder ich bin zu schwach. Eins von beidem. Ah, so ein Pech. Okay. Gut, dann gehen wir mal mit Bando reden. Der hat vielleicht eine Ahnung, was das hier alles ist. Also. Bando? Hallo. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Ah, okay. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Mhm. Okay. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Mhm. Das glaube ich auch. So, nach dem Vogel haben wir schon gefragt. Ich nehme an, das war ein Yaki, den wir da im Schrank gefunden haben. Ja. Bis bald. Aber denk dran. Immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Ja! Okay, ich will mal gucken, ob ich hier auch wirklich nichts übersehen habe. Bando, ja, okay, gut. Dann gehen wir mal wieder. Gucken, was wir noch anstellen können. Also, da waren wir. Wir waren in der Fabrik. Da ist noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist da noch ein Häuschen. Da kommen wir aber momentan nicht rein. Da wohnt auch, glaube ich, keiner. Ne? Da müssen wir irgendwie... Ich glaube, da könnte der Schlüssel, der bei Bando hängt, für die Tür sein. Hallo. Na. Müssen wir uns irgendwie sichern. Ich hänge hier mit meiner Maus heute, ehrlich. Verschlossen. Genau. Also brauchen wir irgendwie entweder den Schlüssel oder sonst was. Mal gucken, was finden wir denn vielleicht sonst noch so. Also wir haben so einen Vogel gefunden. Hier hängt eine schöne Glocke. Ja, da die Kerzen, damit die Yakis hier wegbleiben. Vielleicht sollten wir die mal auspusten, aber es sind ein bisschen viele Kerzen. Ja, mal sehen. Gucken wir mal, was sonst noch geht. Da geht sie da runter. Was war das? Eine kaputte Schaufel. Ey, guck mal da. Wo kommt die denn her? Ich übersehe. Hey, da ist ja meine Schaufel. Sie hat den Flug nicht überlebt. Der Stiel ist abgebrochen. Das hätte genauso gut meine Wirbelsäule sein können. Mhm. Da gebe ich dir sogar recht. Durch Rumjammern wird sie auch nicht wieder heil. Aber es schadet auch nicht. Also, so ein Mist. Ja, so ein Mist auch, ne? Komm, pack die ein. Ja, was haben wir denn sonst noch? Spot ist da hinten noch. Die Kerzen. Noch irgendwas? Ah, da ist noch was. Ein Seil. Ja, gut, dass es diese Taste gibt. Ob die Hängebrücke wohl noch hält, wenn ich eins davon mitnehme? Mhm. Ich denke schon. Ich kann das Seil nicht durchbeißen. Ich habe so empfindlichen Zahnschmelz. Vielleicht kriegst du es auch so los? Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Okay, Werkzeug, die Axt. Oh, so ein bisschen übertrieben, glaube ich. Vielleicht der Feuerstein, der soll ja so scharf gewesen sein. Versuchen wir es mal mit dem. Vielleicht klappt das. Seil. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein... Aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Ach, oben. Ah, siehst du? Brücke hängt noch.
das gut. So, mal gucken, dass ich jetzt auch wirklich nichts übersehen habe. Kerzen, der Weg da lang, der Weg da lang. Okay, gut. Dann gehen wir mal da runter. Man muss ja immer mal öfter an Orten auch nachgucken, wo man schon war. Weil sich ja immer mal was verändert. Kerze, 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 Kerze. Tralala. Das Ding finde ich einfach genial, diese Statue. Kerzen. Ein Mast! Ja. War der vorhin auch schon da? Also, kann ich mich gar nicht erinnern. Ein Mast. Wozu man den brauchen kann? Hier hat wohl schon lange keine Flagge mehr geweht. Glaub ich auch. Ich wünschte, ich wäre ein Biber. Dann hätte ich Besseres zu tun, als mich mit diesem Mast zu beschäftigen. Ja, aber ob ein Biber jetzt die Welt retten könnte, weiß ich nicht. Kannst du nehmen? Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Okay, brauchen wir wohl wieder Werkzeug. Was haben wir denn da? Ach, guck mal, vielleicht mit der Axt. Ja, fällt mir auch gerade was auf. Mach mal. Dann mal los. Batsch. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Von einmal dagegen haut schon Muskelkater. Na super. Können wir mit den Blasen da mal was machen? Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Ich bevorzuge stilles Wasser. Ich auch. Das Gesprudelte schmeckt mir nicht gut genug. Zurückschwimmen steht ganz unten auf der Liste meiner Optionen. Irgendwo zwischen Freitod und Weltuntergang abwarten. Okay, und ich glaube, mit Spot hatten wir schon probiert, ob da was geht. Da ging aber nichts. Gucken wir uns doch die Statue nochmal kurz an. Hier steht etwas eingraviert. Halida hat Ohren im Wasser. Aha. Ob das Geblubber von Kalida kommt? Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Okay, gut, da geht erstmal nichts mehr. Aber wir haben jetzt einiges gefunden. Moment, wir haben einen Haken. Wir haben ein Seil. Da fällt mir nämlich was dazu ein. Kann man das Seil mit dem Haken? Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Yeah! Aha. Gut, und hier haben wir eine kaputte Schaufel und einen Mast. Was ist eigentlich an der Schaufel kaputt? Ich glaube, der Stiel, ne? Probieren wir mal. Das. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Juhu! Mist. Und schon ist er vorbei. Ja, ja, aber trotzdem. Ich find's genial. Guckt mal. Schon wieder so viel geschafft. Jetzt haben wir immer noch ein halbes Zahnrad, einen Feuerstein, eine Axt und eine Leiter. Also da lässt sich bestimmt wieder was mit anstellen. Komm, zurückmarschieren. Ich finde dieses Gemalte hier so schön. Und wieder eine Sternschnuppe. Ich wünsche mir mal was. Und noch eine. Dass wir ganz schnell Kalida finden. So, jetzt habe ich nämlich hier eine Idee. Komm mal daher. Du hast doch jetzt so ein schönes Seil. Kann man das nicht vielleicht eventuell hier mit der Glocke... Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Nichts. Ja! Das. Oh, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das. Das. Ich find's genial, Sedwick. Du bist der Größte. Und ich auch. Ja, nee, das müssen wir jetzt natürlich direkt auskosten, oder? Wollen wir mal ein bisschen Glocken läuten? Passt doch. Läute mal. Das habe ich doch ganz gut hinbekommen. Finde ich auch. Absolut. Ich nenne mein Werk Glockenseil. Das ist vielleicht nicht besonders einfallsreich, aber es trifft den Kern der Sache. Richtig, ganz genau. Und jetzt bitte mal ausprobieren. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Ups! Ich glaube, jetzt kriegt Bando Ärger, aber dann nutzen wir mal schnell die Gunst der Stunde. Komm, 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 schnell, 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 renn da hin. Da war doch ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel haben. Da war doch ein Schlüssel. Ja, gehst auch mal rein, Junge. So, und
Bando ist nicht da. Schlüssel krapschen. So, was ist vielleicht noch was da? Ei, guck mal da, eine Socke. Socke ist gut. Vielleicht können wir die gebrauchen. Ob ihm die andere Socke wohl noch am Hintern pappt? Igitt, nein. Ich mag zwar Käse, aber ich hasse Infektionskrankheiten. Ja, geht mir ganz genauso. Käse liebe ich, aber Infektionskrankheiten müssen wirklich nicht sein. Kannst du sie mitnehmen? Ha, da fällt mir doch ein, wir hatten doch letztens da hinten was entdeckt. Mach mal die Tür zu. Da war doch was. Hallo, Mäuseloch. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. War da nicht was? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich hier mit Komputput nicht weit käme. Ha, genau. Und wenn wir eine Socke haben, die nach Käse riecht und eine offensichtliche Maus da unten drin ist, vielleicht klappt das? Yum, yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Sie kommt. Yum, yum, yum. Sie ist mit der Socke beschäftigt. Das ist meine Chance. Ja, finde ich auch. Psst. Jetzt ganz leise. Ha, hab ich dich. Ja, alte Maus. Und wo ist die Socke? Sag mal, du hast jetzt nicht die Socke gefressen, oder? Mein neuer Freund hat offenbar ein Faible für Schmutzwäsche. Aha. Sieht so aus. Hey. Mein neuer Freund hat offenbar... Okay, gut. Gibt's jetzt da noch was zum Sehen? Nochmal gucken. Wozu? Die Maus ist fort. Ach so, mehr war da nicht drin. Ach, ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwas zu finden. Gut. Wollen wir da noch mal kurz rein? Ich weiß nicht, ob wir da noch was finden, aber man weiß ja nie. Ein Schraubstock, der Schrank, der war sonst leer gewesen, ne? Ich sollte in Zukunft vorsichtiger sein. Ich wäre beinahe an Herzversagen gestorben, als dieser Vogel mir entgegengesprungen kam. Ob das einer dieser Yakis war, von denen alle reden? Ja. Gut, okay. Da ist der Mechanismus, der Schalter und die Tür. Mehr ist hier nicht. Ich guck nochmal nach. Ja, mehr ist da nicht. Was ist das? Nee, okay. Gut, dann haben wir hier erstmal soweit nichts weiter gefunden. Dann gehen wir wieder. Aber cool, wir haben den Schlüssel. Das heißt, komm her. Tür auf und raus. Wir gucken mal, was wir da unten jetzt vielleicht klar machen können. Ich hoffe doch zumindest, dass der Schlüssel da reinpasst. Weil wenn wir schon den armen Bando hier für unsere Schandtaten bezahlen lassen bei seinem Chef, der ja nur wirklich alles andere als nett ist, soll sich das natürlich auch lohnen. Gucken wir mal. Schlüssel. Und Tür. Ja, passt. Hihi, juhu, und wieder. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Hey, wie sieht das denn aus? Das haben eine Schriftrolle. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Entschuldigung. Lustige Geräusche mit der Achselhöhle. Ja, die würde ich jetzt gerne mal hören. Mach mal. La, 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 la. Ich habe eigentlich eine so schöne Stimme. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ja, aber singen kannst du eigentlich auch ganz schön. Kannst du die mitnehmen? Cool. Noch irgendwas? Ach, da geht's ja da raus. Da noch irgendwas? Was? Taktstock, okay. Ein Dirigentenstab für das Nebelhorn? Bando scheint die Sache offenbar sehr genau zu nehmen. Als Zahnstocher ist er zu groß. Okay. Nimm mit.
Und ein Hocker, guck mal. Ui, ein Stuhl. Bei uns im Wohnwagen haben wir keine Stühle. Ja. Kannst dich mal draufsetzen, mein ausruhen. Mein Körper sagt hinsetzen und ausruhen. Aber mein Kopf sagt, erst Kalida finden. Hm, da gebe ich ihm sogar recht. So, kannst du mitnehmen. Sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Okay, gut. Sonst haben wir nur noch das hier. Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Ich habe früher Flöte gespielt. Hm, das Horn scheint verstopft zu sein. Echt? Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Okay, und das Horn ist verstopft. Hm, was können wir da machen? Vielleicht den Taktstock nehmen und mal ein bisschen drin rumstochern? Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht ja, man... Ja, okay, gut. Das wohl nicht. Die Maus ins Horn? Ich bezweifle, dass die Maus genug Puste hat, um das Nebelhorn zu blasen. Haha. Okay, ja, der Zettel wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Nehmen wir es mal. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Hm. Du vielleicht nochmal pusten? Hallo. Hm, das Horn scheint verstopft zu sein. Hm. Ein verstopftes Horn. Habe ich noch irgendwas übersehen? Lass mal gucken. Nee. Ha, was könnte man... Also Taktstock drin rumstochern ist nicht. Ja, was könnte man machen? Ich weiß es gerade nicht. Huch. Ja, oder... Ja, nee, da ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier mal Ende. Denke ein bisschen drüber nach und vielleicht fällt mir ja zum nächsten Part ein, wie es weitergehen könnte. Ne? Bis dann. Tschüss.